Liebe Pico-Freunde, ich darf Sie mal wieder aus unserem Werk in Chashan begrüßen. In den nächsten Tagen werde ich und zusammen mit meinem General Manager Stone Lu wieder ein Video über eine neue Produktion drehen, die bei uns jetzt hier in den nächsten Tagen anlaufen wird. Heute möchte ich allerdings zu einem Thema Stellung nehmen, das seit dem Wochenende in Deutschland hochkocht, die Landratswahlen in Sonneberg. Ich bin etwas überrascht, erstaunt und verwundert, vielleicht auch traurig über die Statements, die man in den letzten Tagen im Internet lesen kann. Zunächst ist es für mich absolut untypisch, ein Statement zu einer demokratischen Wahlentscheidung abzugeben. Wir als PICO haben das Ziel, Modellbahnen zu machen, die unseren Kunden Freude bereiten, sehr fein detailliert, hervorragende Fahreigenschaften haben, digitale Funktionen auf dem neuesten Stand der Technik bieten und darüber hinaus noch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für jedermann zu erwerben sind. Allerdings bin ich und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erschrocken über die Zuschriften und Internetkommentare, die wir wegen des Ausgangs der Sonneberger Landratswahlen erhalten und gelesen haben. Das reichte von unter der Gürtellinie formulierten Boykottaufrufen bis hin zu "Wir kaufen jetzt echt, erst recht, Pico." Ich darf hier unseren Bürgermeister Dr. Heiko Vogt zitieren. "Eine demokratische Wahl ist ein legitimes Mittel für die Menschen, ihr Urteil über die Politik der Regierenden abzugeben. Die Ergebnisse in Sonneberg sind ein Spiegelbild dessen, was die Bevölkerung derzeit umtreibt und wie sie die aktuelle Politik in unserem Land wahrnimmt. Das Wahlergebnis zeigt deutlich, wie gespalten die gesellschaftliche Mitte hier und auch sicher anderswo ist." Aber ich bin sehr betroffen, jetzt Zitat, kein Zitat mehr, ich bin sehr betroffen darüber, dass Menschen in unserem Land so extrem auf eine demokratische Wahl reagieren und einen ganzen Landstrich in Sippenhaft nehmen. Jeder mag das Ergebnis der Wahl unterschiedlich beurteilen, aber wir lehnen jede Form der Instrumentalisierung und Ideologisierung unseres Unternehmens ab, da PICO keine politische Gesinnung vertritt. Unsere Position ist ganz klar. Wir akzeptieren das Ergebnis einer demokratischen Wahl und hoffen, dass die Verantwortlichen, wie die bisherigen Landräte auch, in den folgenden Jahren eine Politik betreiben, die den Interessen der Bevölkerung nachkommt und den lebenswerten, prosperierenden und in der Bevölkerung anerkannten und geschätzten Landkreis Sonneberg positiv weiterentwickelt. Wir als PICO werden, wie auch in der Vergangenheit, dazu beitragen, attraktive, sichere und in der Welt respektierte Arbeitsplätze in Sonneberg, aber auch in anderen Teilen der Welt zu schaffen und zu erhalten und Produkte herzustellen, die Menschen Freude bereiten. Das ist unsere Version. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion, die über diese Landratswahl in Sonneberg im Internet geführt wird, auf eine normale Basis zurückkehrt und man auch die Meinung anderer, auch wenn sie einem nicht gefällt, die Meinung anderer respektiert. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Tag wünschen und vielleicht finden Sie doch etwas Zeit, sich mit der Modellbahn zu beschäftigen und wir würden uns alle bei PICO sehr freuen, wenn wir mit unseren Produkten Ihnen zu Hause Freude bereiten können.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und tschüss.